Immer interessant. Aber egal, vielleicht fand man meine besser. Weißt du, was ich so schlimm finde? Was denn? Dass momentan die Kinder, die Jugendlichen momentan, also in der heutigen Zeit keine CDs mehr kaufen. Hm. Ach, das ist so geil früher gewesen. Laden es nur noch runter oder was? Ja, natürlich, illegal. Also am besten illegal machen die das. Ein bisschen ist okay, aber du musst halt nicht gleich 30 Alben auf einmal runterladen. Ah. Ja, als du die noch kaufen musstest, das war geil. Also hast du richtig, richtig schön Album in der Hand gehabt. Mhm. Ich habe ja selbst noch welche zu Hause liegen. Genug. Ja, ich auch. Ich hab grad, in Österreich hört man ja momentan stark Bushido. Aha, okay. Kennt das? Nein. Also ich höre es nicht. Das kann gut sein. Ich höre fast kein Radio mehr. Nur ganz, ganz selten. Okay. Ich glaube, ich muss nichts mehr sagen, wie der Plan ist. Ja. Ich schau mal hinten rum, wie es da ausschaut. Kamera, aber Tür ist offen. Ich hole die Raum ist bei mir. Sehr gut. Oben ist Überwachungskamera. Ja. Soll ich mich in die Kameras gleich reinhacken? Ja. Ist hinten Tür offen? Ja. Also dort, wo ich vorbeigegangen ist, war offen. Dann gehe ich jetzt hin. Wir holen jetzt die Schlüsselkarte. Ist der Chef? Sorry, hab's verkackt. Der hat auf mich geschossen. Tut mir leid. Ja, nicht so schlimm. Acht Erfahrungspunkte. Wo war ein Profi-Chopper, muss man halt immer neu starten. Also kann man nicht neu starten. Man muss halt wieder neu suchen. Kaufen, das geht voll aufs Offshore-Geld. Und ich habe jetzt gerade nicht so viel Offshore. Muss ich mal zugeben. Ach, Nambu. Was haben wir da? Flüchtling. Techniker. Geist. Vollstrecker. Jetzt zwei Munitionstaschen hinlegen statt einer. Das habe ich ja. Wollen wir loslegen? Ja, gleich. Noch maximal bis 3 Uhr heute. Ja, das ist jetzt eh das letzte Mal für mich, die letzte Mission. Abgemacht, weil ich muss auch ins Bett langsam. Mhm. Wenn mein Vater noch wüsste, dass ich jetzt hier unten noch bei dir rumzocke, ich sollte schon längst um 11 Uhr schon im Bett sein. Okay. Dann bringt er mich um. Ich hab leider meinen Schlafrucksack ein bisschen verloren, weil ich habe gestern ja mit dir lang gemacht. Mhm. Und deswegen habe ich ein bisschen Schlaffokusprobleme. Bin heute um 17 Uhr aufgestanden. Um 17 Uhr? Ja. Okay. Na, ich bin heute um 10 Uhr aufgestanden. Da ist offen, da ist der Chef. Keine Kamera. Oben ist allerdings Kamera. Oben ist normalerweise immer eine Kamera. Hier hinten lang. Ja. Shooter, da haben wir einen Security. Da ist noch ein Security.
Wenn der weg ist, hole ich mir Schlüsselkarte und dann gehe ich in den Kameraraum. Auch wenn ich, aber da muss ich wirklich wissen, ob wirklich alle drei in einem Raum sind. So, da ist einer. Der andere huckt dort hinten noch. Der Der will nicht andere von mir. kommt dort. Scheiße. Scheiße, der eine muss weg. Beste Tresor. Ist noch links, genau da ist er. Und direkt, das ist bei mir. Das sind die drei Securities. Kein Security. Da kommt ein Security. Bin drinne. Sehr gut. Die drei sind jetzt alle in der Lobby. Da ist einer. Da ist der zweite. Wo ist der dritte? Da ist der dritte. Durchgang. Ja, aber der eine geht raus. Nee, geht er doch Nein, nicht. geht doch nicht. Chef ist auch nicht draußen. Ich muss langsam auch jetzt mal raus. Aus dem Raum. Da ist. Bin draußen. Ja, passt. Das sind. Komm jetzt zu dir. Der eine geht jetzt durch das da durch. Bleibt dort stehen, geht weiter. Der eine ist da. Der andere ist da, beide sind da. Stellt sich wieder in die Ecke hin. Der eine geht hinten rum. Ey, der muss doch mal hinten rauskommen. Irgendwann einmal. Links neben dir steht auch einer. Die stehen jetzt alle dort. Einer steht noch in der Lobby. So, eigentlich alle drei stehen in der Lobby. Der Chef bewegt sich, der bewegt sich auch, der Security geht da drüber. Ich muss einmal raus, es muss nur einer rauskommen. Einer. Damit wir den Überblick haben und vielleicht auch zwei holen können in einem Raum. Naja. Da gehen jetzt beide in den anderen Raum zurück. Diesen komischen. Haben wir den einen? Geht außen rum. Stellt sich da in die Ecke hin. Das passt. Hab einen. Gut, dann geh ran. Die beiden einen Raum sind, holen wir uns die beide. Ja. Verstanden? Räumen wir mal die Leiche weg. So. Der eine ist jetzt dort in der. Da ist er. Wo ist der andere? Das ist einer hinten. Ist der Chef? Nein, ich weiß nicht, ich sehe da leider nicht hin. Einer steht jetzt in der Lobby wieder. Wenn beide hinten sind, du weißt, was ich meine mit hinten. Hoffe ich. Also wenn beide in dem Raum sind, beim Tresor in der Nähe. Naja. Da. Wenn du hast die beide markiert und wir wissen, wo die stehen, dann holen wir uns die. Ja. Wir kennen dann vor Ort, wer wen holt. Der eine steht in der Lobby, in der Ecke. Genau. Und der andere steht genau hinter ihm. Ein Stückchen weiter. Genau, da haben wir okay, einen. der kommt rein. Der kommt nicht rein. Scheiße. Geht's er kommt denn? rein. Und jetzt komm runter, Nambu. Bin schon unterwegs.
Du weißt, wie es abläuft? Ja, ich nehme den linken. Den ganz linken. Okay. Warte. Warte. Jetzt. Geht schon ran. Okay, restlos. So. Ich würde sagen, jetzt fängst du, geh du von hier rein, von der anderen Seite rein. Gleich geht der Bohrer los, ne? Also gleich mach ich mit der Kreisliga, geht's wieder richtig laut hier voran. Leider. Ja, ist nicht so schlimm. Ich hol mir noch ein paar Bretter von oben. Da haben wir noch was. Wie cool, wenn die Bretter die Lautstärke dämpfen könnten. Das wäre super, ja. Den Thermalbohrer. Passt. Sehr schön. Schnell. Stay still. Stay down. Damn, I can't say the prick didn't deserve it, but Rick wanted the pleasure himself. Nobody move. Everybody stay down. Move it. 600.000. Fein, fein, fein. Die Mission ist einfach, geht schnell und bringt übelst massig viel Geld. Ich geh schon ran. Ja, geil, der Bus, der LKW ist auch in der Nähe von uns. Meine Lieblingsposition. Dort links hinten? Ja. Okay. Welcher am meisten hast, wenn der Nambu, guck mal. In der LKW, war mit. Ja. Wenn der LKW rechts hinten ist. Ja, das ist das Schlimmste. Na, müssen wir weit werfen, ja. Das ist meine Lieblingsposition. Ich mach mal kurz einen Screenshot von uns beiden. Stell ich am besten vor den Tresor. Okay. Gut, danke schön. Bitte. Mit der Überschrift einfach. Ich schreibe immer hin. Gerade Payday zocken. Deutschsatz. Ganz kurz. Deutschsatz. Deutschsatz.
mit Mr. Nambu gerade bei Payday unterwegs gewesen. Haben wir noch Geld? Mach mal von mir einen Screenshot mit meinem Bogen, ich meine mit meiner Waffe. Wir sehen, wie ich außenrum aussehe. Hast du die Screenshots von gestern hochgeladen? Nein, nein, noch nicht. Das werde ich dann aber machen. Ja. Lad die mal bitte hoch, nachdem. Bitte vergiss das auch nicht. Ja, werde ich machen. Ich möchte mir immer angucken heute. Also, wenn wir dann. Nach der Mission ist ja. Vergiss ja auch. Ich auch. Und da kurz davor möchte ich mir nochmal angucken, wie ich aussehe mit der Maske von außen. Und ich gestalte mal meine neue Maske. Die sieht dann richtig geil aus. Sag's dir. Jetzt Neun gehen wir mal Pakete, okay. Paketesuche. Wo sind die? Grüne Heuschrecke. Mal was. Brauchten der Bohrer noch 2 Minuten. Da haben wir schon mal unser Ziel erfüllt. Wir beide haben Zwei einmal Missionen. Diamantgeschäft auf Todesmut und du hast auch mal was auch einen weiteren Job auf Todesmut geschafft. Die anderen Missionen wie Hoxtons Ausbruch und so, die ganze Scheiße, so Missionen, bräuchten wir halt noch ein paar Männer. Ja, Ich brauchen hätte wir noch zwei. welche. Ja, Du brauchen wir noch bestimmt zwei. auch. Ich habe nur einen, ich glaube, einen einzigen habe ich gehabt, der PD2 gespielt hat. Aber der hat es auch schon aufgehört eigentlich. Ich habe 13 Leute, also Ja, suche und mir passt. irgendwelche aus, die da mitspielen wollten. Ich kenne welchen. Einmal ist mein bester Freund, den ich auch immer in der Schule was zu tun habe. Das ist Silent Hunter. Ich glaube, mit dem haben wir auch schon mal gespielt. Ich glaube, ja. Der ist sehr gut. Leider nicht im Stealth, aber allgemein ist er Rambo, macht ja alles kaputt. Und einfach noch einen. Der ist dann. Ich suche mir noch einen aus. Und dann spielen wir mal morgen busy. Sicher. Da haben wir noch ein Paket. Das Geile ist, weißt du, für jede Todesmut, Death Wish Mission, die man noch nicht geschafft hat, aber dann es geschafft hat, bekommt man ja immer eine Errungenschaft, verstehst du, was ich meine? So wie bei Diamantgeschäft, die wir Genau. gemacht haben. Das ist immer geil. Mission. Sniper Rifle. Bogen. 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 Was habe ich gerade in der Hand? Die Bernetti. Bernetti. Da ist noch Bernetti. ein Bug. Oh, auf geht's, komm. Oh, geil. Auf Gold, nimm das. Die quietschen immer so. Das Gold rüber. Das Nachladen ist so schlimm. Wenn du noch eine Munitionstasche brauchst, sag's mal, okay? Yep. Okay.
600.000. Nicht schlecht. Gut. Geld. Geldtasche. Passt. Deine Seite ist mal fertig. Ich hab nicht so schnell, weil wir ihn nachladen. Na, das passt schon. Da oben hast du noch zwei. Ich möchte dir irgendwas zum Packen geben. Irgendwas zum Laufen geben. Munition. Jetzt hasse. Yep. Alter. Ich will ganz kurz, geh mal aus meiner Sicht. Ja, toll. Geld zum Mitnehmen. Mensch, bring das mal bitte schon mal weg, weil. Na, bringt hier nichts. Mambu? Ja. Guck mal da. Was denn? Guck mal hier. Achso, da, okay. Gold sogar. Jupp. Hab ich genau gefunden, als du die Tasche weggebracht hast. Davor. Und davor. Das ist geil, das wird 600.000. Wie gesagt, für einen Schluss muss ich jetzt nochmal nachladen, ey. So ist es gerade. Passt. Haben wir alles? Jupp, schaut gut aus. Aber pissen wir uns jetzt. Mhm. Sehr fern. Passt. Rausschlagen, das Gold. Und du hast Deathwish. Hurra. Höchste Präzision. Jetzt passt. Das ist mal Geld. Das ist echt Geld. Ja, auf jeden Fall.
und die EP. Liebe die Mission, auch wenn ich die schon 1000 Mal gespielt habe. Die bringt einfach wirklich viel. Arts, Level Up. Nicht schlecht. Das ist nicht schlecht.